Weiter geht's hier mit der Battlefield Hardline Action und wir haben gerade einen richtig coolen Plan gehabt, nämlich wir spielen mit euch. Nur, Battlefield Hardline erlaubt es uns nicht, den Server selber auszuwählen. Das ist ein bisschen schade, weil ich erinnere mich, bei Battlefield 3 ging das, dann kam Battlefield 4 raus und das hat er nicht erlaubt, im Squad zusammen zu joinen. Also die denken sich anscheinend immer irgendwas aus, ja, um mich zu ärgern. Ja, ja, wahrscheinlich gibt es dafür halt dann irgendwas, oder? Also vielleicht man kann das ja sich freikaufen. Keine Panzer oder gibt es, ja, da, das stimmt natürlich. Ist es so gedacht, dass man dann dafür zahlt oder wie? Warum nimmt man irgendwelche Items oder Features wieder raus? Ich weiß es auch nicht, vor allem so essentielle Features. Das war ein Witz, in Battlefield 4 konntest du tatsächlich nicht als Squad zusammen joinen. Du musstest einzeln auf die Server und bist in verschiedene Teams gekommen. Das, ich weiß auch nicht, wie man sowas rausbringen kann. Noch, irgendwann kam noch der Squad-Join dazu. Das kam dazu, aber wie kann das nicht drin sein? Ist man manchmal einfach ja, ein anderes ja, okay, also und jetzt hier kann ich mir den Server nicht wieder vergessen und ja, werden es dann nachliefern? Das ist ein bisschen blöd. Ja, ja, also ganz ehrlich, so wir mögen Battlefield, aber wir müssen mal ehrlich sagen, vielleicht ruft ihr mal an. Und dann reden wir da mal drüber. Ja, da ja, wäre auch der Richtige für. Ja, also ganz ehrlich, da müssen wir mal drüber reden, dass müssen wir mal in eine andere Richtung gehen und so. Und ne, das mit den Panzern. Du hast ja auch schon so viele E-Mails geschrieben. Und die haben bisher nicht reagiert, oder? Ja, aber ich glaube, das liegt daran, die liegen alle noch in meinem Kopf im Postausgang. Und da kommen die nicht an, dann ist natürlich klar. Du musst den E-Mail-Account mal wechseln, das Passwort ist nicht mehr, hast du geändert wahrscheinlich. Und dann hängen die da fest. Ja. Kenn ich. Wir starten jetzt das Spiel, ja, dann suchen wir uns raus, wie der Server heißt und dann können ja alle ganz schnell reinjoinen. Okay. Wer seine Xbox jetzt anhat, die hören das ja auch erst in 2 Minuten, das ist ja total Quatsch. Es wird ja nicht funktionieren, aber wir lassen euch die Illusion, dass es klappt. Da steht's schon. Da steht's doch schon. Visceral BF Hardline heißt Normal 118. Okay. Ich mag den Ladebildschirm übrigens. Der hat was von diesem Muse Broadcast Live. Ja, ist passen gute Infos hin, auch hier so mit, genau, mit dem Kram. Finde ich schön. Wie das Mucke? Ich habe meine eigenen Sorgen. Anwohner. Also das ist eine ordentliche Sorge, wenn irgendwie Leute mit Polizeihelikoptern durch deine Bude fliegen. Okay, ich spawn bei Rocket Beans TV. Okay, geil. Ich habe die Steuerung noch nicht gestellt. Oh, ich bin an LMG. Wird damit nicht klarkommen, ja. Alles klar. Einer ist links, einer ist rechts, ja? Ja. Hier spricht die Polizei. Bleiben Sie stehen, damit wir besser schießen können. Ja. Oh, ich habe die Flares abgeschossen. Oh, vorne ist ein Hubschrauber. Hubschrauber, sehr gut, sehr gut. Ein bisschen nach links. Ja, ein bisschen, genau. Oder, na ja, egal. Naja. Okay, okay, wenn du gerade vorne, dann kann der Simon. So, Wir sind aber rausgesprungen. Egal, wir stellen uns vor, da sind noch ganz viele Leute mit Kindern drin. Da ist noch einer, siehst du, der Pilot ist nur raus. Ja. So, ich flieg jetzt ein bisschen in die Mitte und ihr ballert dann links und rechts raus. Baller weiter drauf, komm, baller drauf. Jetzt, da ist er. In der Zeit, oh, das ist ein Auto. Auf Steuerung. Die Same klassisch. Ja. Oh, Sniper, ein bisschen bewegen wäre nicht schlecht, da ist ein Sniper, der zielt auf uns. Oh ja. Ich hab was abgekriegt. Ah, Gewehr. Die Steuerung ist umgestellt. Ah, ich muss hier nochmal. Ach ja, jetzt starte ich. Ich hab's gerade umgestellt, jetzt habe ich das vergessen direkt auch. So, der Tresor ist geknackt. Baller in den Tod! Dennis! Was? Ich suche gerade den Träger, ich suche den gerade. Was soll ich? Oh ja, da hinten sind sie. Die sind noch hinterm Haus, da kommen sie jetzt raus. Die sind rechts, Simon, die kannst du nicht sehen. Ich kümmere mich drum. Vertikaler Flug, normal. So, jetzt kann ich nämlich auch wieder fliegen, Jungs. Oh shit, jetzt sind's. Okay, jetzt kann ich ihn aber nicht treffen, wenn du da kreist. So, wir fliegen jetzt mal. Der ist gerade raus, Jan. Wir müssen nämlich jetzt verteidigen. Die Dinger müssen wir verteidigen. Das heißt, ich fliege jetzt in die Mitte. Nee, wir sollen den Träger aufhalten, oder dachte ich? Ja, ich hatte den gerade im Visier mit dem Koffer und dann bist du abgedreht. Also. Jetzt ist er dahinter am Haus, aber so ist cool. Da sind eine ganze Menge Leute. Soll ich höher fliegen, tiefer, musst du mal sagen. Nee, du bist perfekt jetzt gerade. Man sieht das. Ich suche weiter nach irgendwelchen Zielen, ja? Da sitzt er. Oh, da ist ein Typ. Oh Mann, aber man trifft die auch auf die Entfernung. Ich glaube, das macht keinen Sinn, also. Aber es ist ganz cool, zusammen mit dem Schrauber zu sein. Das macht ich sehe keinen. Ich könnte auch mich ein bisschen so drehen. Der ist wieder ein Sniper. So besser? Sniper! Ach, der Sniper kann uns nichts. Da ist einer. Oh, da läuft ein Typ im Koffer. Den kannst du jetzt. Fahr den mit dem Hubschrauber über, Yannick. Was? Den Typ mit dem Koffer, der ist direkt vor dir. Tiefflug und Überfall. Okay, da wo ich hinschieße, ist ein Auto. Vielleicht. Jetzt ist er auf deiner Seite. Warte, da ist er. Sehen. Ey, fein über, setz drauf. Das habe ich mit dem Little Bird immer. Nee, er ist reingegangen. Okay, jetzt baller da rein, Dennis. Okay, ja. Ah, wie kann man aussteigen? Nicht aussteigen, ihr seid doch da. Ich will doch da rein. Oh, shit. Okay, aussteigen war eine saudumme Idee. Ja, ihr seid doch gerade an der Decke. Wir hätten auf hören müssen. Ja. Es wirkt halt so cool, wenn du aussteigst. Ich kriege ihn, Nein! Bad Boys und so, was hast du gedacht? Na! What you get? Aber du lebst noch, Yannick! Nee, Yannick, nee. Nee, okay, dann spawn ich bei Simon. Alter, komm, wir machen jetzt hier.
Ich hab doch nicht. Oh, da wird schon einer. Oh, wir kommen gar nicht rechtzeitig hin. Immer schön den Stick rein, damit wir Wheelies machen. Ohne Wheelies ist natürlich blöd. Nicht cool. Wir haben einen jetzt auf jeden Fall schon. Ja, die Fahrzeugphysik ist immer noch so, wie ich sie kenne. Das ist einfach Känguru-Benzin, was du da gekannt hast. Geil! Entschuldigung. Ja. Einmal falsch gesprungen. Aber da wollen wir doch hin, dachte ich. Zu dem hier. Das andere ist nicht verloren. Da hinten sind die gerade. Ich glaube, aber hier war doch auch welche gerade. Na gut, okay. Oh, mein eigenes Motorrad. Wie bist du denn jetzt da hin und her gerade gehüpft? Ich bin nicht gejoint als... Ach so, da bist du direkt wieder abgehauen. Ja, weil ich einen Sniper habe und dann möchte ich ungern auf ein Motorrad setzen. Ey, ich fliege, Mann. Ich... Boah, kann irgendwo eine Leiter hoch, dich fahr ich kaputt! Oh, scheiße, hat nicht geklappt. Na, das wird auch nichts. Nein, zeig doch nicht mich jetzt! Liebe Regie, wenn ich irgendwo gegen eine Wand fahre, immer wegschalten. So, wo ist denn der Träger? Wenn ihr einer sieht... Er fährt aber ich sehe gar keine Gegner. Wo sind die Gegner? Aber Motorradfahren, das macht schon Spaß, ne? Oh, geil! Recover, ich recover irgendwas. Wir müssen hier zu... Ja, das ist doch kein Motorrad, ey. Nee, Flummi, das ist ein Flummi. Du steigst aber nie wieder ab. Also, ey, geil, ich bin hier in irgendeinem anderen Spiel gelandet. Oh, fuck, was unter der Erde. Da sind sie, ich hab Gegner gefunden. Oh, Zombies! Ich wollte doch keine Gegner haben. Zombies? Oh, Leute, jetzt hab ich was. Ein Wagen mit einer MG, hä? Den hab ich aber noch erwischt. Aber ich Riot bin gerade übrigens vom Unter-der-Erde-Level, ne? Geil, ich kann sogar bedienen. Komm schon! Hast ihn, sehr gut, ich spawn bei dir. Ich brauch unbedingt Leben. Hast du ein Medikit? Nee, aber ich bist du auf mich gefallen, Leben. Oder was? Natürlich, du hättest ein Medikit... Ja. Vielleicht musst du noch eins werfen. Nee. Ja, oder Teebeuteln, das ist auch immer ganz gut. Oh, Mann! Beim Teabaggen erschossen zu werden, ist nicht so geil, ne? Das ist eigentlich darf man sowas auch nicht. Nee. Das müsste so ein Klippo sein. Achso, nein! Ah, sie waren mir kurz hin. Da hast du nichts gedrückt. Achtung, da kommt's! Was hast du denn da Geiles? Fahr, den kriegen wir. Guck mal, der hängt da. Ja, das ist so lahm, das Ding. Ich schnapp mir den Hubschrauber. Aber wenn wir jetzt da hinfahren... Oh nein! Ach komm! Das lahme Ding, lauf hin! Lauf komm hin. Schon! Komm schon! Ach shit! Ich kriege noch! Der Bus ist scheiße. Nein! Na, das oh, war's. Ich bin gerade abgehoben. Ey, wir hatten alles eigentlich da. Alle richtigen Elemente waren da. Es ist nur, wir sind Vollidiot, der versucht, so ein kaputtes Puzzle zusammenzuhauen. Mann, wir hätten nach links fahren müssen. Ja, einmal außenrum. Bam, 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 bam. Ja, ne? Ach. Aber so lernst du jedes Mal. Das finde ich das cool. Du hast die Killcam bei Battlefield und denkst dir dann jedes Mal, du hast dir die Zeit, okay, was hätte ich besser machen können? Und irgendwann hast du es auch raus und sagst dir, okay, es ist total bescheuert, bei so einer Situation dies und das zu machen. Und so wird man besser. Genau, ich finde Killcams richtig gut. Ich habe die sehr gerne. Ich finde es schade, wenn die in manchen Spielen einfach nicht vorkommen, weil man, weiß nicht, weil es unfair ist oder wie auch immer man das... Ja, ne? Ich finde es nicht unfair, aber gut, gibt sicher einen Grund, warum... Dennis, hast du den Chat noch auf? Nee, doch. Nee. Sind Leute gejoint? Das würde ich gerne mal wissen. Bestimmt. Ja. Es wird auf jeden Fall jemand sagen, er wäre da. Ja, also der Server ist bekannt, ne? Normal 118, ja. Hardline der heißt. Der Server, der einzige Server, auf dem man sein muss. Viz Carol, BF Hardline heißt Normal 118. Ja. Wir sehen ja, der wird wahrscheinlich schon voll sein jetzt, wenn man da einmal Select drückt oder Start. Nee, oder da ist noch richtig viel Platz. Da ist noch richtig viel Platz. Umso besser. Ja, guck doch mal, da sind erst 14, 15 drin. Aha. Okay. Aber ich möchte kein Sniper sein. Hier nehme ich den Enforcer. Ich spiele den ganzen Tag nur Medic, aber ich habe nicht mal einen Defibrillator. Ich würde Close Combat würde ich echt mal hier in Forza nehmen. Die Schrotflinte ist ziemlich geil. Was habe ich denn hier? Ach, das ist gar nicht, das ist hier eine Straße. Oh Mann, ja, jetzt guck mal, jetzt. Alter, der kann moonwalken. Aha. So, und jetzt? Was ist das? Jetzt müssen wir hier das klacken. Was? Wer macht das? Hä? Ach, das da unten? Knack, ja, das wird geknackt. Das hier sehr auch. Gut. Kack den Scheiß. Oh, fuck. Unten wird auch geknackt, sehr gut. Helikopter. Okay, Yannick, erklär bitte kurz. Also da unten wird was geknallt. Ich muss gerade gegen Heli kämpfen. Alter, der fliegt ja wirklich hier bis auf den Boden. Breakdance Heli ist das auch. Der ist eine Runde gesprungen. Ach komm, den hab ich doch getroffen. Oh shit, ich komm von allen Seiten. Mann, ich bin gerade zum Ach, shit, doch nicht. So, da ist genau, einer. Wir Achtung, müssen jetzt... bei dem umgestützten Wagen. Ja, du hast ihn. Sehr gut, den haben wir. Genau, wir müssen jetzt die was sind das? Panzerwagen aufknacken, das Zeug rausnehmen und damit zum Abholpunkt fahren. Okay. Die Polizei muss natürlich davon abhalten.
Oh, ich glaube, ich höre Kollege gerade. Der ist ja jetzt in der deutschen Tonspur, spricht der ja den Bösewicht. As na, das wise freut man mich said, aber. So what? Macht euch bereit. Da habe ich aber wirklich drauf gewartet. Deswegen spiele ich das auf Englisch. Ich auch. Ja. Dabei ist die deutsche Synchro im Einzelspieler gar nicht so schlecht. Das finde ich fast so geil, wie damals, als Elton die eine Stimme in Halo gesprochen hat. Das ich habe das bis heute nicht gehört. Wer spricht der denn? Die Fenzerung ist verstellt! Ja. Nee, ganz am Anfang. Er spielt die einen dieser Soldaten, die am Anfang den Master Chief bergen, nachdem er auf die Erde runtergekommen ist als lebender Meteor. Ach so, beim dritten der dann aber. Der ist versteckt. Ja genau, ist der dritte. Ist ja auch der einzige Satz, glaube ich. Geil. Okay, wir geben, glaube ich, jetzt gerade schon den ersten ab. Ich laufe da noch hin, ich will die Punkte haben. Ah, komm schon. Ach so, nein, die, oh, was machen die da? Ach, die holen das gerade wieder zurück. Die Cops haben das Paket. So redet Kollege halt. Ja. Die Cops haben das Paket, lass das nicht geschehen. Wenn es nicht rein würde, wäre doch irgendwie gut. Oder wenn ja, Mucke dann wäre es wenigstens dann lustig, aber... Oh. Humor ist das was... Humor ist bei EA nicht so wahr gesät. Sind wir eigentlich die... Wir sind Achtung! Ah, okay, geht nicht. Oh, jetzt aber gleich. Ach, come on. Marvin? Die Regie ist schon auf mir, okay. Sie sehen uns stunt, number one. Und jetzt werde ich unten auf dem Gegner landen. Ich mache jetzt das, was ich hasse. Granatwerfer-Kills. Naja, fast. Ah, okay. Apropos Humor in Battlefield, es gibt ein kleines Easter Egg bzw. Anspielung an Call of Duty. Du kannst dir nämlich Respekt zollen. Erinnert ihr euch? Ja. Respekt na, zollen gut. Auf F oder so war das doch. Auf FU. Ja, auf der F-Taste. Die gibt's auf ja, welchen Controller? Auf dem PC gibt's sowas, glaube ich. Ah, es gab ja auf dem nächsten Nintendo-Controller, weil die Buchstaben ja auch langsam ausgehen. Man, es gibt nur 26 und wie viele Controller gibt's mit Tasten? Wer fährt denn hier gerade? Ich fahre hier, ich versuche ein bisschen Mann, ich Verbindung meine, zu stiften. Ich habe meine Klasse. Ja, das ist gar nicht schlecht, weil du fährst bestimmt, wenn du das lang genug machst, irgendein. Und so bist du auch schwierig zu treffen. Oh, da links sind sie. Jetzt fährst du weg. Viele. Ja, jetzt fährst du in die falsche Richtung. Du bist in einem Auto. Aber ich spring doch jetzt von oben auf sie drüber. Okay, auf sie drauf. Ja, Killer. Oh, scheiße, das klappt also gar nicht. Vielleicht jetzt, Moment. Ein Achtung. Leben habe ich ist noch. Ist da einer? Ein. Oh, Mann. Ah, guck da, Achtung auf mich. Schalt auf mich. Oh, nein. Komm, ich will nicht. Ah, ich fang alle aus auf mich zu. Geht nicht. Ah, schade, hat's keinen. Ey, ja. Dreimal bin ich an dir vorbeigekommen. Ich hab's gesehen. Die Scheiße. Sanitäter anfordern. Überfahren ist einfach das Beste. Es macht einfach am meisten Spaß. Es ist der ehrenvollste Kill, ja, den man machen kann. Überfahren ist echt cool. Besser noch mit Motorrad. Jemand muss mir ein Vehikel nehmen. Keine Hilfe. Oh, scheiße. Diese geile Kollegastimme, ey. Das ist doch das Gleiche. Ja, das ist jetzt beschissen gesagt. Das Paket ist am Boden. Shit. Ja, naja, wie gesagt, ich meine, eigentlich habe ich nichts dagegen, aber ich finde es blöd, irgendwelche Leute irgendwas sprechen zu lassen, um dann deren Fangruppen so abzugreifen. Das funktioniert nämlich nicht. Ich finde es auch einfach genau das Gegenteil. Ich fühle mich von dem Spiel nicht angesprochen, wenn dann so ein Kollegatyp irgendwie. Ja, aber dann denkt man, okay, also heißt es, dass irgendwie scheinbar 60% der Battlefield-Spieler Kollegafans oder so sind. Und dann genau. Denkt man, okay, kann ich fühlen. Da habe ich ja Bock auf den Online-Modus so. Alles klar, danke. Ja. Dann genau. Geil. Das mit ist den Leuten, Crowd. Spielen, okay, so. Vielen Dank. Ja, also sorry, wenn ihr Kollega mögt oder so, aber es ist einfach so, ich finde ihn nicht so geil. Ach, ich diss damit gar nicht Kollege eigentlich. Ich kenne ihn kaum. Aber man sollte nie einen stellvertretend für so viele Menschen nehmen. So, ihr seht übrigens gerade mich, der die geilen Granatkills macht und alles. Und hier runterspringt. Vor allem, wenn sie jemand populärer wollen, hätten sie Günther ja auch nehmen sollen. Also als Beispiel. Oder hier den Guido Maria Kretschmer. Ja, ne? Ich bin auch geil. Übrigens, bist du auch Guido Maria Kretschmer Fan? Nee. Shopping Queen. Finde ich komplett belanglos und langweilig. Ich finde den super. Sendungen. Das ist der einzige Typ Granate. Im deutschen Fernsehen, der nicht diesen Hau drauf, der kein Diss, der immer freundlich ist. Ja, aber das ist halt sein Ding. Ja, das dass ist er super. Freundlich ist. Ja, aber ich finde, man kann ein bisschen mehr freundlich sein manchmal. Deutscher Humor ist immer das gleiche. Das ist immer dieses sarkastische Ding. Oh shit, ich werde überfahren. Ja, yes, sie soll über Porsche-Schiene über andere. Ja, genau. Stimme ich dir zu? Das meine ich aber auch gar nicht damit. Ich denke nur, naja. Humor ist auf jeden Fall immer besser. Sollte man mehr haben. Guido ist super. So, ich konnte mich gerade nicht einbringen, weil ich danke, voll konzentriert war, weil ich Points sammel für unser Team. Guck mal, 9,5. Hat sich gelohnt. Das kann die Regie gerne mal zeigen. Geholt haben. Weil ich am Ende bestimmt nicht mehr 9,5 habe. Ja, gut, dann nicht.
Komm, ist mir auch egal. Komm, jetzt macht schon, der Yannick ist extra nochmal hergekommen, nur um hier mitzuspielen, damit wir seinen Score zeigen. Ja, das stimmt, ne? Du hattest eigentlich um 18 Uhr Schluss, bist nach Hause, hast eine Stunde geschlafen, bist wiedergekommen. Ist das richtig resümiert? Genau, so ist das richtig resümiert. Ich bin aber schon um 4 abgehauen. Oh, das ist eine halbe Stelle, hä? Das ist ja easy. Easy peasy hier der Job. Scheiße, Granaten und schnappt euch das verschissene Paket. Schnapp dir, Mann! Schnapp dir! Dieses auf. Und wenn du Zeit hast, nimm noch mal die neue CD mit. Die liegt da irgendwo auch noch. Die liegt nur mit. Entschuldigung, ich kenne ihn nicht mal. Ich weiß nicht mal, wie der spricht. Lasst, ignoriert mich einfach. Das Ding ist, ich find's von der Idee her nicht mehr so schlecht. Aber man muss das ja nicht so auf cool trimmen. So, man muss ja nicht so. So, hey, wir sind hier voll hip, wir haben jetzt Kollege und der macht geile Sprüche. Ja, wenn Sie mir nicht einen Sprecher nehmen würden, der irgendwie das kann, der dieses Handwerk beherrscht, der Sprecher von Bruce Willis oder sowas. Ja, das wäre geil. Aber irgendein Typen, der nichts kann, außer, weiß ich nicht, was macht der so? Ich würde das gerne kennenlernen, glaube ich, auch gut. Ich würde jemanden nehmen, der nichts kann. Ja. Also so Ralf Zacherl oder so. Irgendjemand, wo wirklich du da sagst, okay, ich will mir anhören. Oder Semmelrogge oder irgendwas, was geil ist. Oder, ja, okay, wir kriegen Reich-Ranitzky wahrscheinlich jetzt nicht mehr ran, aber sowas wäre geil. Stell dir mal vor, Ralf. Oder Werner Herzog. Ist der nicht letztens? Ist nicht Ralf Ranitzky? Ist gestorben gerade letztens, ne? Ach, oh Mann, ich hab eine Granate in mein Auto geworfen. Geh, steig aus! Steig aus! Oh, Simon, ist immer noch heiß! Das ist doch scheiße. Wie steigt man aus? X gedrückt halt ein bisschen. Konsolen. Ja. Da ist er nicht durchgedreht, bist du da ja. Ich habe eine Granate in mein eigenes Auto geworfen. 1,6 finde ich auch gut. Auf 14,4, ey, Dennis. 14,4 hier, Captain Kilomotron, ey. Ja. Hauptsache, jetzt wisst ihr auch, warum ich da bin, damit irgendwie du Zweitbester bist. Kann es sein, dass es nur. Ich bin besser, ich degradiere mich nicht. Damit du Zweitbester bist. So. Wie viel hast du gerade? Nee, du bist besser. Ach, du hast mehr Punkte, aber ich habe die gar nicht. Ja, okay, ich habe mich halt ein bisschen. Meine KD ist abgeschlagen bei über 3. Auf dem letzten Platz. Ja? Ost-Berlin. Da fällt doch sicher jemandem ein Gag ein. Nee? Sorry, okay. Ich hab mich gerade selber über mein Score gefreut. Ihr seid alle super geil. Darf ich, soll ich ihn kurz ein bisschen anreiben? Wir machen Werbung. In der Werbung, ja. Helikopter, ich nehme ihn. Sieht man nämlich auch schon direkt, wo man es. Nee, doch nicht. Aber warte mal, hier, das habe ich noch nicht begriffen, ey. Ich nehme ein Auto. Achso, genau, bei Überfall ist das ja so, wir spielen einmal als Räuber und jetzt spielen wir nochmal als Polizisten. Okay. Das heißt, wir müssen das jetzt nochmal Ach, das, was sie bei Battlefield 4 wieder weggenommen haben, haben sie bei Battlefield 3 wieder reingemacht, oder was? Das ist abwechselnd die gleiche Karte. Battlefield 3, okay, gut. Weil da gab es ja auch dieses Hin- und Rückspiel. Genau, aber hier macht es auch Sinn, weil du spielst einmal als Räuber, einmal als Polizist. Das hat immer Sinn gemacht. Es hat keinen Sinn gemacht, dass sie das bei 4 rausgenommen haben. Oh, ich dachte, okay, und? Ja, sind schon offene Wunden, ne? Ich ja, aber echt, ich meine, es ist seit Jahren so. Achso, Simon, du bist ehrlich, bin ich davon ab, darüber nicht zu meckern, aber ich habe an Battlefield wirklich, wirklich persönlich auch Herzblut dran, deswegen. Da liegt er doch. Das Lustige ist ja, dass man auf Leute wie dich hören sollte, weil du wirklich Hardcore-Fan bist. Also, du solltest in der Fokusgruppe sein und Battlefield 5 jetzt schon haben. Ja. Oh, wir müssen raus, Simon. Okay, ich nehme ihn noch mit. Ich gebe die Musiker auf der Titanic. Warum bin ich denn in der Luft ist schon kaputt? Da ist der Heli. Hier ist ja gar nichts los. Ja. Ich fahre hier Autorennen. Sorry, dass ihr gerade mir zugucken müsst. Ich steige aber jetzt mal aus. Hier links unten, da geht was ab. Ich fahre da jetzt hier hoch von dem Haus. Ich kenne die Map halt überhaupt nicht. Wie sieht's bei euch aus? Das ist doch die leichteste von eben. Echt? Null. Ja. Einmal gesehen, kurz, aber. Und das ist die aus der Alpha. Also, das ist auch die auf der man rumfährt, ja. Auf der man die ganze Zeit seine Kreise fährt, oder? Ja, genau. Dann muss man eigentlich. Ist das ein Rundkurs? Oh, da habe ich mich aber erschrocken. Komm schon, das Aiming ist noch nicht so gut bei mir. Ja, oh Mann, ich hätte ihn so gern überfahren. nein, hopp. Geh doch in den Schutz. Super gut. Das ist so dumm, Mann. Ich bin so schlecht. Oh, konzentrieren. Oh yeah. Da ist doch einer. Frage, wollen wir vielleicht diese Möglichkeit, dass wir Team von hinten, von Team überall. Können, wollen wir es nicht auch mal ausnutzen und vielleicht im Team spielen? Können wir gerne wir probieren. Wir sind alle tot jetzt, oder? Wir sind alle tot. Also alle Yannick hinterher. Ich bin tot. Okay. Okay. Geschafft. Yannick, spawn bitte. Dann kommen wir bei dir. Jetzt? Wir starten Yannick jetzt. Und wir hinterher? Okay. Genau, einfach bei mir. Dann wir starten jetzt in den Überall. Dann mache ich jetzt auch mal einen Medic. Vielleicht kann ich euch dann zu viel dienlich sein. Wie kann ich denn jetzt... Oh, die Tresoren nicht mal gerafft, wir müssen das stoppen. Okay, Stopp das. Can't stop. Er ist zu blöd, das zu stoppen. Ich hab's gestoppt. Mann, ist hier was ist denn jetzt? Immer derselbe Spacken, ey. Sinfamine.
Haha, Kev. Oh, der kommt doch bestimmt aus Hamburg und ist doch bestimmt gerade im Stream. Sinnfamine. Heißt Famine nicht Hungersnot? Da, in welcher Sprache? Englisch. Ich hab irgendwie immer, wenn ich spawne, so einen Famine-Rand. Oh, die wollen das schon wieder aufbrechen, das Ding. Verdammt. Jetzt müssen wir schnell durchlaufen. Alter, läuft er durch die Scheibe. Nee, ich hau die kaputt. Mit den offenen Armen. Okay, wir sind aber alle drei durch. Zusammen. Jetzt Taktik-Mode activated, ah, ne? Voll hier ist einer. Taktik-Mode activated. Den haben wir. Längs cool. Nächster. Ist hier einer. Er bleibt hier noch stehen so. Oh, okay, weiter, erwischt. Oder? Weiter? Ja, langsam, weiter. Da sind sie. Bleibt kurz. Die kommen gerade hierher. Hier, Auto. Oh, ich bin Granate. Oh, nicht jetzt. Das wirst du denn jetzt schon wieder Granaten durch die Gegend. Okay, irgendwas habe ich erwischt. Da ist der Träger. Träger sehr gut, weil der Yannick mit Killstreak da ist. Oh! Aber dann nice, Simon. Jetzt sind wir on fire. Jetzt geht's los. Wir fangen an. Ich bin hinter dir, Simon. Hier ist nichts. Hier ist aber nichts. Geil. Wo ist denn das Paket? Oh, ja. Da vorne, 50 Meter. Wo, was? Schön zurück. Da, oh, ja, holen da ist der Träger. Scheiße. Oh, der Träger kommt. Haltet den Dieb. Ja. Hab ihn. Und jetzt müssen wir auf das Paket von hinten kommen. Ah, Achtung, oh, von hinten. Shit. Von hinten. Ja. Ich teabag das Paket. Oh, ich werde überfahren! Ich werf Granaten random in die Richtung! Ja, 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 das ist gut, wir haben Granaten! Oh, ich recover! Ich mach was richtig! Ja, du recoverst gerade das Paket, ist das aber Kollege? Es kommen Leute, pass auf! Wo werfen? Hier, drop dich bei ihm. Ihr droppt hier neben mir über... Fucker, du! Einen hab ich! Oh, shit, Ski. Oh, ich bin in dem Wagen, das ist ein guter Platz, glaube ich. Echt? Du kannst immer schon rein und dann in Deckung gehen, wenn zum Beispiel eine Granate kommt. Also ich mach's. Oh! Das war gar nicht so schlecht für ein paar Sekunden. Okay, ja, scheiße. Können wir mal auf mich schalten? Ich bin hier... Ich wollte gerade sagen, sicher? Ja. Warum bin ich jetzt tot? Doch nicht sicher. Okay, Yannick, nächste Operation. Du bist schon gespawnt? Ich mache jetzt den Helikopter-Style. Okay. Okay, ich jetzt mal. Helikopter, wir alle dazu, das? Okay. So, guck mal, wir müssen das verteidigen. Da ist der Punkt, okay. Wo sitzt der drinnen? Okay. Ah. Kleinigkeit, aber guck mal hier, die Schussfrequenz vom Audio ist viel langsamer als die vom Visuellen. Da gehen viel mehr... Schieß doch mal! Ist da unten. Ja. Ist eine Kleinigkeit, aber... Wir haben über den Ton geredet. Ja, Mann, das sind so die Kleinigkeiten. Außerdem sehe ich gar kein Ziel. Da ist eins bei den Autos. Boah, shit. Oh, fuck. Ich steige aus. Warum denn? Ja, du bist zu hoch. Wir können von hier oben nichts erwischen. War nicht so geil. Das ist aber dann kann ich mich doch anders positionieren. Hey, dann müssen wir uns ja nicht. Oh, Mann. Shit. Gut, jetzt wo ich hier unten liege, denke ich mir auch vielleicht, oben wäre ganz gut gewesen. Ja, dann können wir jetzt halt bei dir wieder... Ja, weil der jetzt hier hochkommt. Ja, okay. Ah, okay. Ich bin hinter dir. Oh, der haut ab da! Ich hab ihn! Nee, irgendwas ähnliches. So, jetzt das Paket Recover. Okay, schnell hinterher. Da ist es. Da liegt das. Rückeroberung am Start. Oh, da sind wir ja alle. Okay, Crew. Aber nicht alle auf dem Haufen, weil jetzt eine Granate und wir sind im Arsch. Und da wollen wir nicht hin. Okay. Von hinten! Von hinten! Wo ist hinten? Oh shit! Wo ist hinten? Das ging schnell jetzt gerade. Oh nein, meine Waffe. Ja. Oh Mann, das Nachladen, das nervt. Ah, so ein Mist, das hätten wir kommen sehen müssen. Oh, brauchst du lange? Oh. Na. Wie kaufe ich mir denn jetzt ein Defi, Yannick? Einen runter. A. Und dann auf die Platte. Du hast aber noch nicht genug Geld. Unten, du hast 11.000. Das reicht nicht. Oh, da sind sie, die Spacken. Scheiße, hier komme ich nicht durch. Soll ich das runtermachen? So. Oh, die sind da oben! Und unten! Oh, ich brauche Leben. Boah, da kommt eine Energie, ey. Oh, shit, da kommt ein Auto. Achtung! Ah! Ach, Mensch. Da ist einer! Ha! Wie jetzt? Granate ist unterwegs. Ja, das Auto ist angekratzt. Ich habe da auch schon eine Granate drauf geworfen. Oh, oh, ist hinter mir, oder? Ich bin hinter dir. Da war gerade irgendwas mit Scheinwerfer. Da vorne links ist einer. Ja, sag doch, da war noch einer. Links ist auch noch einer langgelaufen. Oh Mann, wir sind hier auch hier auf dem Präsentierteller, ne? Lass uns mal eine Ecke suchen und hier nicht in der Mitte stehen, oder? Oh Mann, ey. Alter, komm schon! Das ist so frustrierend am Anfang, ne? Man kennt die Maps nicht, die Waffen nicht und kriegt ständig auf den Sack. Man muss so durch dieses Tal der Tränen immer bei solchen Shootern. Ja. Apropos, ich glaube, ich kann mir sogar schon eine wahre Waffe kaufen und das gucke ich doch direkt. Mann, ich weiß überhaupt nicht, von wo ich beschossen werde. Was kann ich machen? Fuck you! Okay, komm zu mir, ich bin zumindest in der Nähe und hier sind Gegner. Nein, jetzt habe ich total nicht das gemacht, was ich machen wollte, aber ich habe jetzt nochmal die Chance.
guckst du einmal richtig geradeaus, ja, kommt einer von rechts. Ja, das ist immer so. Ja. Der kennt ihr diesen Moment, du hast die Straße, du willst rüber, du wartest eine Minute. Genau in der Sekunde, in der du rüber willst, kommt einer. Okay. Als ob sie es wissen. Oh, nee, hab genug Geld hier. Okay, die haben einen Heli, dann nehmen wir jetzt auch einen Heli. Ich hab einen Heli. Ich bin rechts am Heli-Sitz. Was war das jetzt? Schöner Flug. Ja, das war nice. Wer ist geflogen? Ich nicht. Ey, das muss ja irgendjemand anders gewesen sein. Das war irgendein... irgendwas mit Apple TV war. Okay. Ey, ich wusste nicht, dass das die alte Steuerung noch ist. Ich fahr mal. Nein! Oh Mann, ey. Ich vorbei. Alter. Naja, in dem Fall vielleicht sogar haben besser. Haben wir schon ein Spiel gewonnen? Ich glaube, eins haben wir gewonnen. Jedes. Oh, und alle in die negative KD, ey. Oh. Ja. Ey, aber ganz ehrlich, das sind die ersten Matches, das gehört dazu. Kein normaler Mensch fängt am Anfang an und ruht, weil man einfach schlechter ist. Man muss ja bei diesen Spielen die Sachen freischalten, die jetzt hier über den Bildschirm flitzen, irgendwelche neuen Pistolen und so. Und, ich bin immer wieder ganz oben. Da dabei. Siehst du ja, die Leute, er ist schon Level 20, er ist schon Level 14. Wir haben schon Level 40er gesehen. Ja, hier auf der 25, das sind wieder, ich habe keine Ahnung, was das für Menschen sind. Wie kannst du. Wie kannst das? Das sind Leute, die machen nichts. Okay, dann die gehen wir eine Werbung, nicht, aber nicht alle machen keine Werbung. Nein, aber ich verstehe auch nicht. Das Spiel muss doch eine Art Matchmaking haben oder sowas, dass das Spiel vorher guckt. Hey, die Typen, die ultra hardcore mega Nerds sind, den ganzen Tag nur zocken, die zocken mit den gleichen Gesinnten. Und die coolen Typen, die nur einmal kurz reinzocken wollen, sollen auch erstmal mit den Anfängern spielen. Guckt euch jetzt ein bisschen Battlefield Hardline-Werbung an. Ich glaube, ihr seid jetzt in der richtigen Stimmung für ein bisschen mehr Werbung. Coole Werbesprüche, PR und so. Ja. Und dann sind wir gleich wieder. Vielleicht wird ja auch was von Kollega vertont. Das wäre ja geil, die Werbung. Das wär richtig gut. Kostet aber mehr. Wie, ist schon vorbei? Nein, wir machen danach nur eine Runde. Aber die Frage war, was? Machen wir danach nochmal, oder? Ja, dann zeigen wir nochmal. Einmal nochmal rumfahren im Kreis? Ja. Hat ja eben gut geklappt. Okay. Auf in the commercials.